wichtige Punkte. Das Mahabharata, das ist zwar eine Hauptgeschichte, aber es ist wie auch, wenn man das Ramayana sich anschaut, dann kommen diese ganzen Gespräche und auf einmal kommen Nebengeschichten und es geht vor und zurück in der Zeit. Und eigentlich, wenn wir das Mahabharata angucken oder das Ramayana zum Beispiel, wird uns ganz viele vedische Weisheit erklärt, die wir sonst nirgendwo finden. Vielleicht ein bisschen in Puranas oder in anderen Schriften, aber es ist sehr, sehr umfangreich. Und dadurch, dass so viele Namen auch erwähnt werden und der ist mit dem verwandt und die haben wieder die Kinder gezeugt, es ist so umfangreich, dass man sich sehr darin verlieren kann. So. Aber trotzdem, die Hauptgeschichte vom Mahabharata wird auch gesagt, dass es eigentlich für die einfachen Menschen geschrieben ist. Keine hohe Philosophie, es sind einfach nur Unterweisungen, die jeder verstehen kann. Ganz normale, man könnte sagen, Benimmregeln oder einfache Sachen, wo sich jeder wieder erkennen kann. Und dadurch, dass man das liest, kann jeder diesen spirituellen Weg anfangen. Und es wird sogar geschrieben, dass selbst die einfachsten Leute, und das hört sich immer heavy an, und Shudras und Frauen und eigentlich alle, die sich mit diesen höheren vedischen Texten nicht auseinandergesetzt haben in der damaligen Zeit, konnten dadurch, dass sie das mit dem Mahabharata in Berührung kamen, konnten dann anfangen. Hatten einen Einstieg und hatten Basic-Wissen, was aber trotzdem sehr, sehr tief ist und konnten dadurch sich verbinden wieder mit dem Ursprung. Und das Besondere bei Mahabharata ist, dass es nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass diese Geschichte wirklich Wahrheit ist, dass es wie sagt man, Zeitschreibung ist oder aufgeschriebene Geschichte, aber dass da eine Person mitspielt, die dann später die Bhagavad Gita spricht, nämlich Gott selbst spricht da und spielt in dieser ganzen Geschichte mit. Aber er ist nicht die Hauptperson, er ist eigentlich nur eine Nebenrolle. Aber dadurch, dass er da ist, segnet er das Ganze. Genau, wird gar nicht so viel gesprochen. Er ist einfach so eine Nebenrolle. So. Aber dadurch, dass wir wissen, er spielt da mit, ist die ganze Geschichte noch interessanter. Und wir können dadurch auch verstehen, welche Seite gut ist und welche Seite schlecht ist. Welche Seite sind die Gottgeweihten, die mit Krishna zusammen leben und ihn verehren und ihn auch dementsprechend sehen, und welche Seite ist sozusagen die dämonische Seite, die gottlose Seite, die Krishna nicht in seinem wahren Licht sehen. Ja. Genau, ich wollte ein bisschen darüber sprechen, über den Anfang vom Mahabharata, weil ich finde das immer sehr interessant. Das ist auch ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es sehr schön. Was sind denn die Hauptpersonen? So, vom Mahabharata. Und überhaupt dann auch später, wir lesen das auch in der Bhagavad Gita, im ersten Kapitel kommen diese ganzen Persönlichkeiten vor. Wer sind denn die Hauptpersonen? Oder wer sind denn diejenigen, die sich da treffen und überhaupt gegeneinander kämpfen? So, wisst ihr alle, ne? Die Pandus, die Pandavas und die haben die Kauravas, genau. Kauravas, genau. Kauravas? Kauravas, genau. Die zwei Seiten haben wir. So. Dann haben wir König Pandu, König Pandu. Sollte eigentlich oder war schon der König dieser Welt, sollte der König der Welt sein. So. Aber er hat, weil er ist auf die Jagd gegangen, gibt es eine Geschichte, ist auf die Jagd gegangen. Und so wie wir hier gelesen haben, König Paranjana geht auf die Jagd, war das Tradition, dass vedische Könige jagen. Und sie hatten auch die Lizenz dafür, haben keinen Karma dafür bekommen, dass sie gejagt haben. So. Aber er hat gejagt und hat an einer Lichtung, hat er. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall hat er, ich glaube, Rehe hat er gesehen. Rehe. Und die waren gerade dabei, sich zu paaren. Mann und Frau haben sich gepaart. Und er hat diese Situation ausgenutzt und hat sozusagen dieses Reh, den männlichen Reh, sagt man Rehbock oder so, hat er erlegt. Hat er erlegt. Ohne zu wissen, dass aber in diesem Körper des Rehes eigentlich ein großer Muni war, ein großer Heiliger war. Und dieser Heilige war natürlich dadurch gestört, wollte eigentlich in dieser Situation gerade diese Sexualität genießen in Form dieses Rehs. Und was hat er gemacht? Hat Pandu verflucht. Hat König Pandu verflucht und hat gesagt, okay, du hast mich jetzt gestört in diesem Akt, also wirst du genau das selber leiden. Nämlich den Fluch bekommen, wenn er jemals den Wunsch hat, Sexualität zu genießen, wird er dabei sterben. So. Und das war natürlich ein großer Rückschlag für Pandu, weil die großen vedischen Könige konnten ihre Dynastie nur erhalten, wenn sie Kinder haben. So, wenn sie Kinder haben. Aber er konnte jetzt keine Kinder mehr zeugen. So. Und so, er hatte aber trotzdem Frauen, er hatte zwei Frauen, er hatte Kunti Devi
und er hatte Madri, die beiden hohen Persönlichkeiten. Und das sind reine Frauen. Das sind unsere idealen Frauen, die uns in den Veden sozusagen präsentiert wurden. Und diese beiden sind sehr, sehr wichtig, Kunti und Madri. Und Kunti wird beschrieben, die beiden haben ihrem Mann gut gedient. So. Und Kunti wird beschrieben, hat dann eine Segnung erhalten von einem großen Muni, nämlich von Vasishtha Muni. Glaube ich, Vasishtha Muni? Was Vasishtha Muni? Durvasa Muni, genau, Durvasa Muni. Habe ich verwechselt, Durvasa Muni. Normalerweise diese großen Munis verfluchen gern. Aber hier war die Geschichte genau andersrum, dass Kunti hat diesem Muni so gut gedient, dass sie ihm eine Segnung gegeben hat. Und diese Segnung war, okay, du kannst jeden beliebigen Halbgott anrufen oder herbeibitten und dir etwas wünschen. So. Und sie war noch sehr jung, sie war sehr unschuldig, sie war Jungfrau, sie war rein in Blüte ihres Lebens und wusste gar nicht, was soll ich damit machen. Und hat gesagt, ich muss das ausprobieren, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht stimmt das ja gar nicht, diese Segnung. So. Und so hat sie das ausprobiert. Und dann wird beschrieben, dass sie Surya, den Sonnengott, gerufen hat. Und Surya ist erschienen. Surya ist erschienen. Und Kunti war total, oh, es klappt ja wirklich. Und sie war total beeindruckt, überhaupt diese Erscheinung von Suryadev zu sehen. Und Suryadev hat dann gesagt, ja, hier, ich bin da. Du hast deinen Wunsch frei. So, und Kunti hat sich erklärt, gesagt, ja, das war ein Versehen. Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. So. Und dann meinte Surya, okay, ich werde dir einen Sohn schenken. Ich werde dir einen Sohn schenken, weil wir kennen ja die ganze Story mit deinem Ehemann und das, ihr braucht Nachkommen. So. Und Kunti war aber einfach nur gestört, weil sie an ihre Keuschheit gedacht hat, an ihre Reinheit. Er hat gedacht, ich kann doch nicht meinen Mann betrügen und ich kann doch nicht meine Keuschheit aufgeben. Und Surya und der Sonnengott meinte dann, dass kein Problem, ich werde alles arrangieren. Du wirst so rein bleiben, wie du vorher warst. Aber bitte nimm dieses Kind an. Und welches Kind ist dann erschienen? Kana. Nämlich eigentlich eine Person, die, wenn wir uns die Pandavas angucken, wird ja mal von 5 Personen gesprochen. Er ist eigentlich der 6. Pandava. So, der ist eigentlich der Älteste. Aber Kunti war, weil sie noch so jung war und nicht wirklich umgehen konnte mit dieser Situation, hat sie ihn nicht angenommen, sondern was hat sie gemacht? Hat ihn sozusagen in den nächsten Fluss geworfen. Und dann passiert mit Kana auch eine ganz umfangreiche Geschichte. Und nachher ist Kana, obwohl er der Bruder der Pandavas ist, kämpft auf der Gegenseite gegen seine eigenen Brüder. Obwohl Kunti dann später zu ihm geht und ihm die Wahrheit sagt. Und eigentlich wünscht sie sich, dass er auf der Seite der Pandavas kämpft, auf der guten Seite. Aber er ist schon so verwirrt von diesen negativen dämonischen Einredungen von Duryodhan, dass er das nicht mehr macht und sagt, er ist auf der richtigen Seite, er muss die Pandavas bekriegen. So. Und dann geht es weiter, dass Kunti dann später hat sie sozusagen dieses Mantra, hat sie dann nochmal benutzt. Und dann kamen die 3 Hauptpandavas, kamen dann sozusagen auf diese Welt. Nämlich Yudhishthir, Bhishma und Arjuna. So. Und diese 3 stammen auch ab von großen Halbgöttern, von sehr großen Halbgöttern. Und dann war die Sache, dass Kunti hatte schon Kinder und die Nachkommenschaft von König Pandu war dadurch sozusagen ja fest, also war schon festgelegt. Und dann war aber die Nebenfrau, die Madri, war natürlich ein bisschen, ich habe noch keine Kinder und mein Mann kann mir keine geben so. Und dann war Kunti aus ihrer, weil die hatten eine gute Beziehung, hat gesagt, dann nimm du auch mein Mantra, es wird funktionieren. Und dann hat sie auch einen Halbgott angerufen sozusagen. Und dann wird beschrieben, dass sie ein Zwillingshalbgott, der Ashwini Kumaras, ne? So haben sie gerufen und die haben ja auch 2 Kinder geschenkt. So. Also kommen wir zu diesen 3. Und das war Nakula und Saradev, die beiden, kommen nämlich von der anderen Frau. So. Dann waren diese 5 Kinder da. König Pandu hat immer noch gelebt zu der Zeit, hatte seine 2 Frauen, hatte diese 5 Kinder. Und dann kam es dazu, dass Madri mit ihrem Mann eines Tages unterwegs war und genau die Situation hier, die wir jetzt hier gelesen haben im Srimad Bhagavatam, dass König Puranjana, nachdem er eigentlich voll zufrieden war, gedacht, ich muss mich jetzt noch zufriedener machen und hat seine Frau aufgesucht. So.
und wurde übermannt von diesem Liebesgott, von diesem Lust und hat sich dieser Lust hingegeben. Und genauso wird da auch die Situation geschrieben, ganz am Anfang des Mahabharatas, dass König Pandu auf einmal total lustvoll war und Zuflucht bei Madri gesucht hat. Und Madri ihn sozusagen abwehren wollte, hat gesagt, Pandu, bitte beherrsch dich, wir wissen doch, was passiert, wenn du dem nachgehst. So. Aber er war so lustvoll, er konnte sich nicht beherrschen und wollte diesem Akt nachgehen. Und dann ist er auf der Stelle gestorben. Auf der Stelle gestorben, weil er so lustvoll war. Und dann ist dieser Fluch eingetreten von diesem Muni, wie wir am Anfang gehört haben. So. Dann waren sozusagen die zwei großen Matachis, so. Kunti und Madri, waren dann alleine, waren Witwen, so, und haben sich dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? So. König Pandu wird auf die höheren Planeten gehen oder wird befreit werden und wird verbrannt und eine von uns muss mitgehen, weil es Tradition ist. So, und die haben diskutiert, wer geht mit von uns beiden, gehen wir beide mit, aber es geht ja nicht, weil wir haben ja die Kinder, so. Also hat sich Madri dafür entschlossen, ich werde unserem Ehemann folgen. Und sie ist ihm gefolgt ins Feuer. So. Und hat den glorreichen Tod sozusagen mit ihrem Mann, wurde sie erhoben. Und Kunti ist aber hier geblieben. Und Kunti hat gesagt, okay, ich werde mich um diese Kinder kümmern. Ich werde mich um die Pandavas kümmern. So. Werde mich kümmern, dass es sie gut geht. Und sie haben dann Zuflucht gesucht bei Pandus Bruder, nämlich Dhritarashtra. Und Dhritarashtra hat dann sozusagen das Amt von Pandu übernommen. Aber er hatte ein großes Manko, deswegen konnte er eigentlich gar nicht König sein, weil er war blind. So, er war blind. Hat aber trotzdem die Rolle des Königs gut gespielt oder hat es gut gemacht, diese Rolle des Königs. Und er musste ja nun auch Kinder kriegen. Er hatte dann auch eine Frau, Gandhari. Und sie war auch natürlich davon, diesem Wunsch besessen, oh, ich brauche Kinder, wir brauchen Kinder, um unsere Dynastie weiter zu erhalten. So. Und hatte dann auch eine Segnung bekommen und hat dann auch irgendwie 100 Söhne, das ist auch eine total komplizierte und total abgefahrene Geschichte eigentlich, wie sie dann zu diesen 100 Söhnen kam und hat dann auch 100 Söhne bekommen. Und der Kopf dieser Söhne war Duryodhan. Und dann hatten wir sozusagen zwei Kinderfamilien, also einmal die Familie von Pandus Bruder, von Dhritarashtra, mit seinen 100 Söhnen und auf der anderen Seite die Pandavas, die 5 Söhne. Und alle, die haben, wo sie verwandt waren, haben sie in einem Haus gelebt und wurden dementsprechend auch ausgebildet. Und damals, die Söhne der Kshatriya-Könige wurden ausgebildet in allen Arten. So. Aber besonders in der Kampfkunst, weil sie waren ja Kshatriyas. Und dann waren sie alle in der Schulung von Dronacharya. So. Und dann ging es schon los, sie wurden alle ausgebildet, die eine Seite war besser als die andere. Und schon im frühen Alter hat Dronacharya und Bhishma und andere große Gottgeweihte, die auch in der Bhagavad Gita erklärt werden, wer sie sind. Und das waren Onkel und waren alle... Krupacharya? Dronacharya. Krupacharya ist auch noch da, aber das ist alles zu kommen, es sind zu viele Namen, verwirrt nur. So. Aber der Lehrer, der Hauptlehrer war Dronacharya. Er hat ihm diese ganze Waffenkunst beigebracht und alles drumherum hat er ihm alles beigebracht. Und er hat schon von klein auf gesehen, dass wo er sie in die Hobbot genommen hat, diese ganzen Kinder, sich um sie gekümmert hat, gab es immer Probleme zwischen diesen beiden Seiten. Und die Probleme kamen nicht von der Seite der Pandavas, die Probleme kamen von der Seite von Duryodhan, von der anderen Seite. Und die haben immer versucht, die Pandavas umzubringen, zu zerstören, weil sie nämlich wussten, dass eigentlich die Pandavas die Thronnachfolger wären oder gewesen wären. Wenn sie in einem gewissen Alter kommen, würden sie, weil sie die Söhne Pandus waren, würden sie das Amt des Königs übernehmen. So. Und der Älteste war ja Yudhishthir. Und Yudhishthir wäre dann sozusagen der nächste vedische König gewesen, der große vedische König. So. Und das wollte die andere Seite, wollte das verhindern. Von klein auf gibt es ganz viele Anschläge, die dann gegenseitig gemacht haben. Und aber weil Pandu ja nicht mehr da war und Dhritarashtra nun in seiner Blindheit gedient hat und er immer nicht auf seine Brahmanas gehört hat oder auf seine spirituelle Sicht, hat er sich die ganze Zeit beeinflussen lassen von seinen Söhnen. Und diese Söhne waren aber die ganze Zeit
waren immer dabei, die Pandavas sozusagen, ihren eigentlich ihren vorgegebenen Weg, dadurch, dass sie die Nachkommenschaft des Königs sein sollten, wegzunehmen, wegzureißen. Das ist eigentlich die ganze Hauptstory des Mahabharatas, dass diese 100 Söhne alles arrangieren, um die anderen Seite ihr Glück sozusagen wegzunehmen oder ihre Vorsehung wegzunehmen, ihr Königreich wegzunehmen. So. Und dann geht die ganze Geschichte weiter und weiter und weiter, bis sie dann an einem Alter sind, wo dann die Pandavas sagen, hier, wir sind die Nachkomme des Königs Pandus, wir sind jetzt, wir sind jetzt in dem Alter, wir wollen jetzt das, was uns zusteht, wollen wir jetzt zurücknehmen. So. Und dann hat aber Dhritarashtra und Duryodhana gesagt, das machen wir nicht. Wir geben ihnen nicht das, was ihnen eigentlich zustehen würde, nämlich die ganze Welt zu regieren. Geben wir nicht. Wir geben ihnen nur ein ganz kleines Teil. Haben sie ein ganz kleines Stück Land nur bekommen, konnten das regieren. Und die Pandavas haben das regiert und haben ein sehr schönes Königreich geschaffen. Aber dann an irgendeinem Punkt hat Duryodhana das so gestört, weil er gesehen hat, dass selbst dieses kleine Königreich, was die Pandavas regieren, eigentlich schöner war und besser war als ihr großes Königreich. So. Er war gestört, hat gesagt, ich muss irgendwas arrangieren, um ihnen das auch noch wegzunehmen. Sie haben gar nichts zu bekommen, weil ich bin hier der Nachfolger. Duryodhana wollte der nächste König werden. Ich bin hier der Nachfolger. Und dann wissen wir alle, kommt diese Szene, dass Yudhishthir, der ja eigentlich der nächste König werden sollte, der nächste große Königssohn war, wurde eingeladen zu einem Spiel. So. Und man muss verstehen, dass er konnte nicht sagen, wenn ein vedischer König eine Herausforderung gekriegt hat, in Form von Kampf oder Spiel oder anderen Sachen, er konnte nicht Nein sagen. Er musste immer die Herausforderung annehmen. Und dementsprechend wurde Yudhishthir eingeladen zu einem Würfelspiel. Und Yudhishthir hat gesagt, okay, dann würfeln wir, kein Problem. So, wenn ich herausgefordert werde, würfeln wir. So. Und dann hat aber die andere Seite, das war nämlich Duryodhana, ich weiß gar nicht, war es sein Onkel oder ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube sein Onkel wieder, auch noch eine Persönlichkeit, der war der perfekte Würfelspieler. Aber der hat gern betrogen, ich weiß gar nicht seinen Namen, irgendwas mit S. Shakuni. War der Meister im Würfelspielen und im Betrügen des Würfelspielen, hat gesagt, okay, wir können uns eigentlich alles wünschen, was wir wollen von der Gegenseite und ich werde gewinnen. Yudhishthir kann nicht gewinnen gegen mich, weil ich bin der Meister des Würfelspiels. Und dann kommen wir in diese Situation, dass dann Duryodhana sich die lustigsten Sachen gewünscht hat. Ging ganz einfach los. Ja, ich wünsche mir das. Und Yudhishthir hat verloren. Und das ging so weit, dass er dann das kleine Königreich, was die Pandavas hatten, verloren hatten. Es ging sogar so weit, dass sie ihre eigene Frau, Draupadi, auch verloren haben. Und es ging so weit, dass sie im Endeffekt gar nichts mehr hatten. Alles verloren hatten. Und am Ende kam sie sogar so weit, dass sie gesagt haben, okay, ihr habt jetzt alles verloren, ihr seid unsere Sklaven und wir schicken euch jetzt in die Verbannung. Ihr müsst jetzt aus unserem Königreich verschwinden. Für wie viel? Für 14 Jahre. 14 Jahre. Und nicht nur, dass das schon hart genug ist, wie wir das ja auch aus dem Ramayana kennen, dass durch eine Intrige sozusagen jemand in die Verbannung geschickt wurde. War 13 Jahre? Okay, war 13 Jahre, gut. Gut, dass ihr da seid. 13 Jahre. Und dann wurde noch gesagt, nicht nur, dass ihr 13 Jahre verschwindet, weil nach den 13 Jahren könntet ihr ja wiederkommen und könntet ja wieder Anspruch auf den Thron nehmen. Und dann wären wir wieder in derselben Situation. Dann hat noch eine kleine Liste angewandt und hat gesagt, in diesen 13 Jahren müsst ihr das letzte Jahr, glaube ich, müsst ihr komplett untertauchen. Und wenn wir euch dann finden und wissen, dass ihr da seid, irgendwo. Also ihr könnt 12 Jahre einfach untertauchen und wir wissen, wo ihr seid. Ihr müsst euch nicht wirklich verstecken, ihr seid einfach nur, ihr zieht euch zurück. Aber im letzten Jahr müsst ihr komplett untertauchen. Wenn wir euch aber finden in diesem letzten Jahr, dann wird das wieder verlängert. Und dann müsst ihr dasselbe nochmal machen. Und nochmal. Und so hat er gedacht, okay, das ist für die Pandavas unmöglich. So. Und die Pandavas haben das angenommen. Haben das alles angenommen. Und sind in die Verbannung gegangen. Und haben dann diese 12 Jahre in Verbannung gelebt. Und im letzten Jahr wird dann auch beschrieben, wie sie das letzte Jahr dann auch untertauchen und auch nicht erwischt werden. So.
Und dann aber nach diesen 13 Jahren der Verbannung, dann wieder genau in diesem Punkt war, dass sie sagen, okay, jetzt gibt uns unser Königreich wieder. Wir haben alles eingehalten. Wir haben, weil Yudhishthir hat immer alles eingehalten. Er hätte auch gleich in diesem Moment was dagegen sagen können, aber er hat es nicht gemacht. Weil diese Kshatriya-Könige immer das, was sie kriegen, annehmen 1:1. Aber er hätte was dagegen machen können, aber hat er nicht gemacht. Weil er einfach immer, weil er immer den richtigen Weg gefolgt hat und immer das, auch in diesen schlechten Situationen immer das Gute gesehen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, Krishna ist da, Gott ist da und er wird uns beschützen. So. Und dann kommen wir wieder an diese Szene, dass sie wieder bei Dhritarashtra nachgefragt haben, hier, wir sind die Nachfolger Pandus, bitte gib uns das wieder, wir haben alles gemacht. Und Dhritarashtra und Duryodhana haben wieder gesagt, nein. Und dann haben die Pandavas verstanden, okay, jetzt geht es nicht mehr anders. Wir müssen jetzt Krieg führen. Wir müssen, es geht nicht mehr um dieses, ja, bitte gebt uns das wieder und lieb nachfragen, sondern dann kamen wir genau in diese Szene, wo wir dann sind in der Bhagavad Gita, dass diese beiden Seiten gegeneinander gekämpft haben. Und dann wird auch beschrieben, dass dann beide Seiten haben dann die ganze Welt mobilisiert und haben gesagt, ja, wolltest du nicht auf meiner Seite kämpfen? Auf welcher Seite kämpfst du? Komm auf meine Seite, komm auf meine Seite, so. Und dann wird beschrieben, dass die Pandavas um die ganze Welt gereist sind und überall im Namen König Yudhishthirs gesagt haben, er wird der nächste Weltführer, kämpf auf unserer Seite und wenn nicht, bekämpfen wir dich. So. Und das haben sie gemacht, haben viele auf der ganzen Welt, haben viele Armeen sozusagen bekommen und die Armee wurde immer größer. Andere Könige haben sie unterstützt und die andere Seite, Duryodhan und die ganzen anderen dämonischen Könige, wird beschrieben, wurden auch immer mehr. So, und dann gibt es eine Szene, die sehr interessant war, dass dann Duryodhan wollte unbedingt zu Krishna gehen. Und Arjuna wollte auch zu Krishna gehen und fragen, hier, Krishna, auf welche Seite möchtest du denn kämpfen oder wie möchtest du dich einbringen in diesen Kampf? Und dann wird beschrieben, dass Duryodhan war der Erste. Krishna hat geschlafen, war der Erste. Und Duryodhan hat sich gedacht, okay, wo gehe ich jetzt hin? Wenn Krishna wach wird, er muss mich als Erstes sehen. Also hat er sich neben das Bett, gesetzt von Krishna. Er hat gesagt, okay, wenn Krishna wach wird, werde ich der Erste sein, der ihn sieht. Und dann darf ich ihn als Erstes fragen, wie er uns helfen kann. So. Arjuna kam dann aber auch. Und Arjuna hat das auch verstanden. Okay, Duryodhan ist hier, der will ihn fragen. Ich will ihn auch fragen, was mache ich jetzt? Und er hat sich an die Füße gestellt. Und als dann Krishna wach wurde, hat er nicht Duryodhan angeguckt, der an der Seite stand, sondern hat Arjuna angeguckt. Weil es klar war, weil er war sein ewiger Freund, sein reiner Gott, hat ihn angeschaut. Er hat gesagt, ah, Arjuna, warum bist du hier? Ah, Duryodhan, warum bist du hier? Ja, wir beide einen Wunsch frei. So. Wir wollen uns etwas wünschen von dir. Wir wollen dich fragen, wie möchtest du in diesem großen Krieg teilnehmen? Wie möchtest du uns unterstützen? Und dadurch, dass Arjuna der Erste war, hat Arjuna gefragt, Krishna, bitte komm auf unsere Seite. Und Krishna meinte aber, er wird nicht kämpfen, aber er wird Arjunas Wagenlenker. So. Und Duryodhan hat sich gedacht, so, als er das gehört hat, was ist das denn? Deswegen war er gar nicht da, weil Duryodhan hatte nicht die Absicht zu sagen, Krishna kämpft auf unserer Seite, sondern Krishna, gib mir deine ganze Armee. Weil Krishna hatte eine Armee, ich weiß nicht, wie sie hieß, irgendwas mit Vishnu. Narayan, genau. Seine Narayan-Armee. Und diese Armee war unbesiegbar. Unbesiegbar. Und die wollte Duryodhan haben. Dann ging es nicht um Krishna, ging es nur um seine Armee noch weiter zu erweitern. Und als Arjuna dann Krishna gefragt hat, oh, kämpf auf unserer Seite, war natürlich Duryodhan enttäuscht. Und Krishna hat sich dann zu Duryodhan hat sich dann zu ihm gewandt und hat gesagt, okay, pass auf, ich kämpfe nicht, aber ich bin auf der Seite der Pandavas, aber du kriegst meine Narayan-Armee. Und beide Seiten waren happy. Duryodhan war happy, weil er dachte, ich habe meine unbesiegbare Armee, und Krishna und Arjuna war happy, weil er wusste, mein guter Freund Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kämpft auf meiner Seite. Kämpft nicht, sondern hilft mir auf meiner Seite und ist mein Wagenlenker und wird mich durch die Schlacht führen. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte, und dann gibt es natürlich nach der Bhagavad Gita noch eine Nachgeschichte, wie das dann noch alles weitergeht. So, es geht dann eigentlich bis Parikshit geht es dann, weil wir dann wieder am Bhagavatam sind. Sehr, sehr umfangreich. Aber das ist die Vorgeschichte. Und diese beiden Seiten treffen sich dann auf diesem Schlachtfeld. Und bevor diese Schlacht losgeht, wird dann beschrieben, Arjuna ist total verwirrt, weil er sieht auf der anderen Seite, sieht er seine ganzen Verwandten.
Dronacharya, Bhishma und seine ganzen Eltern, also nicht die Eltern, aber halt diese ganze Verwandtschaft, die ihn seiner Kindheit begleitet haben, und er wollte nicht kämpfen. Er wollte das Kämpfen aufgeben und hat gesagt: Hier, ich gehe lieber in den Wald, gehe meditieren und ich will nicht gegen meine Familie kämpfen. Er war total in Illusion, all diese Anhaftung, wie wir hier gelesen haben, an diese Familie, weil es sehr, sehr stark ist. So, wie kann ich meiner Familie schaden? Niemand will seiner Familie schaden, das ist ganz verständlich. Wenn wir in der Situation wären, würden wir auch sagen: Nein, machen wir nicht. Ich kämpfe nicht gegen meine eigene Familie. Aber Krishna hat ihn dann unterwiesen in Form der Bhagavad Gita und hat ihm das alles erklärt, dass er nicht dieser Körper ist, dass er spirituelle Seele ist, dass niemand auf diesem Schlachtfeld sterben wird, weil diese Persönlichkeiten alle ewig sind. So. Und dass er auch keine sündhafte Reaktion macht, wenn er gegen seine eigenen Verwandten sozusagen kämpft. Weil es alles schon vorbestimmt, die werden sowieso sterben. So. Und was wir auch verstehen müssen bei der Bhagavad Gita, weil viele kritisieren uns immer, ich habe auch in der Vergangenheit Bhaktas gehabt, die immer gesagt haben: Wie kann man denn so eine Schrift lobpreisen, wo es um Krieg geht, um Vernichtung, und man sieht immer nur dieses Töten sozusagen, das Töten steht im Vordergrund. Aber eigentlich niemand, obwohl klar Tod stattgefunden hat auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, war das aber kein Krieg wie heutzutage, wo wirklich das eigentlich geschlachtet wird und getötet wird für keinen höheren Grund. Aber die Bhagavad Gita, dadurch, dass Krishna gegenwärtig war und alle Krieger Krishna gesehen haben, wurden sie alle befreit. Und dann wird beschrieben, dass selbst die mit Krishna gar nicht so eine große Beziehung hatten, die wurden befreit. Aber die, die wirklich über Krishna meditiert haben und wirklich seine Schönheit gesehen haben und vielleicht sogar verstanden haben, dass er die höchste Persönlichkeit ist, wurden sie alle wirklich befreit und gingen zurück in die spirituelle Welt. Und deswegen ist dieser Krieg etwas ganz Besonderes, obwohl es ein Krieg ist. So, weil selbst die schlechte Seite wurde befreit oder hat sich erhoben. So. Und das ist diese ganze Szene der Bhagavad Gita. Und das ist sehr umfangreiches Wissen, die Bhagavad Gita. Und nachher